Sie nutzen sauberen Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Sie schätzen die Wirkung der Naturheilkunde. Sie achten beim Kauf eines Fahrzeugs auf niedrige Emissionswerte und planen gar den Kauf eines abgasfreien E-Mobils. Wie sieht es in Ihrem Betrieb mit dem Gebrauch von Reinigungsmitteln aus? Meinen Sie immer noch, ohne die chemische Keule werden die Räume nicht sauber? Damit einhergehende Beeinträchtigungen von Haut- und Atemwegen nehmen Sie billigend in Kauf? Wohl nicht, wenn Sie wüssten, dass es eine wirkungsvolle Alternative gibt, die Probiotik. Probiotische Reiniger wie Probisa markieren einen Paradigmenwechsel in der Methodik, Räume nachhaltig reinzuhalten und zu pflegen. Was ist das Wirkungsprinzip von Probisa? Die Arbeit, die bisher hochgiftige chemische Verbindungen erledigten, übernehmen bei Probisa wirkungsvoll und gesundheitsschonend winzige Mikroorganismen in einer Flüssigkeit. Sehen Sie selbst. Um die starke Wirkungskraft von Probisa anschaulich unter Beweis zu stellen, hier eine Versuchsanordnung mit starker Verschmutzung durch Lippenstift, Altöl und Handcreme. Jetzt stellt sich die Frage, wie bekommen wir das weg ohne Einsatz von gefährlicher Chemie? Die Mikroorganismen, die sich in den Reinigungsmitteln befinden, kennt man auch von Trinkjoghurt. Die haben die Eigenschaft, Eiweiße und Fette zu fressen. Wie Sie sehen, sprühe ich mir das Reinigungsmittel auch in die Hand und es passiert meiner Hand überhaupt nichts. Ich sprühe jetzt extrem viel auf diese Oberfläche, um so schneller und besser zeigen zu können, wozu die Mikroorganismen in der Lage sind. Wenn Sie auf Ihre Nahrungsquelle stoßen, Eiweiß, Fett, Kot, Urin, was auch immer, dann wollen Sie dieses fressen, um sich vermehren zu können. Und damit das Fressen schneller und besser klappt, erzeugen Sie ganz natürliche Enzyme. Und diese Enzyme, und das sieht man jetzt hier auf der Oberfläche, teilen die Nahrung für die Mikroorganismen so klein, dass sie sofort viel fressen können. Bei diesem Prozess scheiden die Mikroorganismen Sauerstoff und Wasser aus. Ohne jegliche mechanische Fremdeinwirkung lösen sich die Fette auf und der Schmutz lässt sich leicht entfernen. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Vorteil von diesen Reinigungsprodukten, und zwar der Nachhaltigkeit. Wenn Sie mit diesen Produkten gereinigt haben, ist jetzt ja eigentlich objektiv auf der Oberfläche nichts mehr vorhanden, außer einer sehr großen Anzahl von Mikroorganismen, die nichts mehr zu fressen haben. Die verfallen dann in einen sogenannten Ruhezustand, den sie bis zu 7 Tage ohne Nahrung aushalten. Kommt jetzt neue Nahrung in Form von Eiweiß, Fett, Kot, Urin, was auch immer, dann reicht die Luftfeuchtigkeit aus, um sie wieder aktiv werden zu lassen. Und sie fangen an zu fressen, ohne dass ich mechanisch tätig werden muss. Bedeutet für das Reinigungspersonal, dass sich Schmutz gar nicht mehr festsetzen kann und sie können diesen umso leichter entfernen. Entscheider, die diesen Nachweis der Wirksamkeit mit eigenen Augen sehen konnten, waren sofort überzeugt, Probisa in ihren Betrieben zu testen. Keine Testphase, die nicht zu einem dauerhaften Einsatz von Probisa geführt hat. Das Ergebnis war eigentlich sehr eindeutig, deutlich schon nach ein paar Tagen, dass die Mitarbeiter zu mir gekommen sind und gesagt haben, wir möchten nur noch mit dem Mittel reinigen, weil es funktioniert, weil es einfacher war und weil es denen auch wesentlich besser ging. Auch die Hände nicht mehr so angegriffen worden sind. Dementsprechend konnte ich eigentlich fast nur noch ja sagen. So überzeugend, einfach und wirtschaftlich der Einsatz, so zuverlässig und umweltfreundlich die Wirkungsweise von Probisa. In öffentlichen Gebäuden, in Restaurants wie in Läden, in Hotelbetrieben wie auf Campingplätzen, in Schulzentren wie in Altenheimen und Kitas. Konventionelle chemische Reinigungsmittel enthalten gesundheitsgefährdende Tenside, Säuren, Laugen in unterschiedlicher Konzentration. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft hat einen ganzen Katalog an Vorschriften aufgestellt, die zu beachten sind, um die Gesundheit des Reinigungspersonals zu schützen. Das gilt auch für Essigreiniger. Das RHW Management, die Zeitschrift für professionelle Hausreinigung, rät sogar, ganz die Finger davon zu lassen. Denn Essigreiniger greifen nicht nur die Schleimhäute an, sondern führen auch baulich zu Korrosionen. Mit Probisa, dem probiotischen Reinigungsmittel frei von Chemie, sind Sie aus dem Schneider und ersparen sich all die aufwendigen Schutzmaßnahmen, die die Berufsgenossenschaft vorschreibt. Sie schonen die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und Gäste ganz automatisch und beugen der Fluktuation Ihres Personals vor. Mit einem Reiniger, der einfach in der Handhabung und bei voller Reinigungskraft sparsam im Verbrauch ist. Sparsam, weil die Essenzen im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt ihre volle Reinigungskraft entfalten. Sparsam auch, weil 3 Dosen ein ganzes Areal herkömmlicher Produkte ersetzen. Auf Wunsch finden auch Mitarbeiterschulungen statt, um für eine effiziente Anwendung der Probisa-Reiniger zu sorgen.
vertrauen Sie Probisa und der Erfahrung hunderter überzeugter Kunden. Die Motivation, das überhaupt zu testen und so weiter, war eigentlich, dass ich Mitarbeiter hatte, die durch scharfe Mittel in dem Sanitärbereich sehr viel gehustet haben. Und das hat sich dank Probisa gegeben. Das ist in Ordnung jetzt. Innerhalb kürzester Zeit konnten wir eine Verbesserung der Reinigungsarbeiten für die Zimmermädchen erreichen und auch für die Gäste. Für mich ist es so, ich habe das Gefühl, das Haus ist wirklich sauber. Sie haben es selbst gehört. Egal in welcher Branche Sie tätig sind, Probisa ist das probiotische Reinigungsmittel, das nicht nur die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter, sondern auch das Portemonnaie Ihres Unternehmens schont. Probisa, ausgezeichnet mit dem AISE-Siegel für nachhaltiges Waschen und Reinigen. Probisa, die Zukunft wartet nicht.